Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Minister Al-Wazir, wenn ich mir eben noch Ihre Aufzählung von Wohngeld über Mindestlohn angehört habe, 9-Euro-Ticket, was wir alles Erfolgreiches im Bund gemeinsam erreicht haben, sollten wir vielleicht auch hier in Hessen gemeinsam regieren. Zum Thema. Die Mieten schrecken, meine Damen und Herren, die Mieten schrecken Fachkräfte ab. So lautete im Oktober letzten Jahres der Titel eines Artikels in der FAZ zu einer Studie, die das Beratungsunternehmen PwC in Auftrag gegeben hatte. Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt hat inzwischen weitreichende Folgen für den Arbeitsmarkt in der Region. 79% der Befragten in der Studie gehen davon aus, dass die hohen Preise auf dem Immobilienmarkt Unternehmen vor das Problem stellen, Fachkräfte zu finden und zu halten. Dieser Wert ist in den letzten 2 Jahren sogar noch um 13% gestiegen. Besonders betroffen sind Sektoren mit niedrigen Löhnen wie die Gastronomie, wie die Pflege, Kinderbetreuung und andere Sozialberufe. Auch wenn ich Industrieunternehmen in meiner Region besuche, werden die hohen Mieten und Immobilienpreise als Problem bei der Fachkräftegewinnung thematisiert. Bei Sozialverbänden höre ich das sowieso schon seit Jahren. Vertreter der IHK und aus der Wirtschaft warnen inzwischen immer lauter, dass die Verknüpfung zwischen Wohnraum und Fachkräftemangel eine substanzielle Gefahr für unsere wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Und, meine Damen und Herren, in der PwC-Studie haben sich 84% der Befragten als ein Mittel auch Betriebswohnungen gewünscht. Und darüber sollten wir heute miteinander sprechen. Der Kampf um die Köpfe geht nämlich auch über das Wohnen. Das ist im Übrigen keine neue Idee. Jeder kennt Beispiele. Viele Unternehmen haben früher ihren MitarbeiterInnen Wohnungen bereitgehalten. Die Farbwerke Höchst, VW, die Deutsche Post mit ihren Postlersiedlungen, die Bahn und viele andere mehr, natürlich auch Krankenhäuser, Reha-Kliniken und nicht zu vergessen die Kommunen. Sie alle haben das als Teil ihres sozialen Auftrags gesehen und mit damit dazu beigetragen, die Wohnungsnot zu lindern. Als dann der Wohnraumbedarf in den Städten gesättigt war, haben sich die Unternehmen von ihren Beständen getrennt. Konzentration aufs Kerngeschäft hieß das auch. Und so hat die Deutsche Bahn ihre Bestände inzwischen verkauft. Inzwischen gehören die meisten zur Vonovia. Der Rest ist Geschichte. Aber, meine Damen und Herren, inzwischen geht der Trend auch wieder in die andere Richtung. Immer mehr Unternehmen denken inzwischen wieder Wohnen und Arbeiten gemeinsam. In erster Linie in den sozialen Berufen, wo es eben kaum noch möglich ist, Beschäftigte in den Ballungsraum zu locken. Aber auch viele andere sehen das inzwischen als einen Standortfaktor. Auch unsere Kommunen haben immer mehr Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung, und so verwundert es nicht, dass die Stadt Köln mit ihren 12.000 MitarbeiterInnen auf Wohnungen für ihre Beschäftigten setzt und bei der Personalsuche inzwischen explizit auf diesen Vorteil hinweist. Wir müssen Wohnen und Arbeiten auch zusammendenken. Gut ist es, meine Damen und Herren, gut ist es, dass Anfang 2020 die steuerrechtliche Behandlung des geldwerten Vorteils vom Bund neu geregelt wurde. Denn das bringt natürlich nichts, wenn man für die günstige Wohnung den steuerlichen Vorteil anschließend wieder versteuern muss. Einzelne Länder haben inzwischen auch zusätzlich zu ihren anderen Programmen im Wohnungsbau neue Förderlinien entwickelt, mit denen sie es unterstützen, wenn Unternehmen ihren Beschäftigten bei der Wohnraumbeschaffung helfen. Das gibt es in Baden-Württemberg, in Mecklenburg-Vorpommern und auch in unserem Nachbarland Österreich. Wir Hessen, wo inzwischen immer mehr Kommunen als knappe Wohnungsmärkte eingestuft werden, sollten hier auch mitgehen.
Es gibt verschiedene Modelle. Unternehmen können Belegungsrechte erwerben oder mit Wohnungsunternehmen kooperieren und tatsächlich eigene Bestände wieder aufbauen. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir als Land hier unterstützen können. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist die Förderlinie im Wesentlichen der allgemeinen sozialen Wohnraumförderung nachgebildet, nur dass dort die Belegbindung zugunsten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begründet wird. In Mecklenburg-Vorpommern wird speziell in Tourismusschwerpunkten in Form einer Festbetragsförderung unterstützt und immer natürlich die Arbeitgeber mit im Boot. Auch der Flughafen München erleichtert inzwischen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Wohnangeboten das Ankommen. Entschuldigung, die Herren bei der AfD, ich wünsche mir etwas mehr Ruhe. München gehört ja auch, wie das Rhein-Main-Gebiet, zu den besonders heißen Wohnungsmärkten. Warum nicht auch unsere Fraport? Ich meine auch, meine Damen und Herren, Unternehmen dürfen nicht immer nur nach der Politik rufen, wenn es um die Schaffung von Wohnraum geht. Betriebswohnungen helfen ja auch der Wirtschaft, die sich so an der Schaffung von Wohnraum beteiligt. Die Schaffung von Wohnraum ist für uns eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und deshalb sind hier alle Akteure gefordert. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, meine Rede hatte ich ja nun schon am Montag vorbereitet, und da hatte ich noch formuliert, bitte tun Sie mir einen Gefallen, kommen Sie mir nicht damit, was Sie schon alles für den Wohnungsbau tun. Inzwischen kenne ich ja nun auch Ihren Entschließungsantrag, den Sie gestern verteilt haben, und genau damit kommen Sie jetzt also. Fällt Ihnen nichts Besseres ein? Sind Sie nicht einmal in der Lage, auch einmal Neues zu denken? Ja, es wurden in Hessen im vergangenen Jahr 1.600 Sozialwohnungen mehr geschaffen, als weggefallen sind. Was Sie nicht schreiben, ist, dass es 42.700 Sozialwohnungssuchende in Hessen gibt. Ihre 1.600 neuen Wohnungen sind davon also gerade einmal nicht einmal 3%. Bildlich übersetzt ist das Tempo einer halbtoten Schnecke auf dem Weg zu mehr Wohnraum. Ja, meine Damen und Herren, wir brauchen diese Sozialwohnung. Deswegen brauchen wir übrigens auch endlich verbesserte Bedingungen für die Förderrichtlinie für sozialen Mietwohnraum. Die haben Sie, Herr Al-Wazir, in Ihrer Pressekonferenz vor 10 Tagen nur angekündigt. Wann kommt denn die neue Förderrichtlinie für die Mietwohnung? Wir warten. Und ja, wir brauchen auch Förderung von Wohnungen für mittlere Einkommen. Wir brauchen gute Förderbedingungen für deutlich mehr Wohnraum für Studierende und Auszubildende und ganz wichtig auch für mehr barrierefreien Wohnraum. Wohnungspolitik, meine Damen und Herren, besteht aus vielen verschiedenen Mosaiksteinen. Bei unserem heutigen Antrag geht es um einen weiteren, bei dem wir auch die Wirtschaft einladen, gemeinsam mit uns das Problem des Fachkräftemangels und der Wohnungsnot anzugehen und gemeinsam Abhilfe zu schaffen. Lassen Sie uns Wohnen und Arbeiten gemeinsam denken. Nur gemeinsam und mit vielen unterschiedlichen Ansätzen können wir die Wohnungsfrage lösen. Wir freuen uns auf die Diskussion und die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Ja.